ließe sich mit den Tönen und Bildern das Gefühl dieser Momente am heutigen Nachmittag transportieren, so wäre die Auswirkung Gänsehaut. Die Johannespassion von Bach, zu hören in der Kirche in Arnstadt, die den Namen des Komponisten trägt. Hier übernimmt der junge Bach, gerade mal 18 Jahre, die Organistenstelle. In diesem Haus erklingt über 300 Jahre später seine Johannespassion am Karfreitag. Mehr Erklärung braucht es nicht für diese ganz besondere Stimmung. Die ist bereits zur Probe in den Vormittagsstunden spürbar. Philippe Pialot, Leiter des belgischen Richard Carr-Konsorts, hat mit seinem Ensemble bereits vor 2 Jahren die Besucher der Thüringer Bachwochen beeindruckt. Für die Veranstalter, die Musiker für die Johannespassion. Es ist ein sehr besonderer Moment, eine Ehre, in dieser Kirche die Johannespassion spielen zu dürfen. Es fügt sich magisch zusammen, die tolle Akustik und dass Bach hier einst gearbeitet hat. Während das Richard Carr-Konsort weiter probt, machen sich die ersten Konzertbesucher auf den Weg. Mit dem Bus geht es von Weimar aus über Erfurt nach Arnstadt. Eine bequeme Anreise, inklusive einer Einführung in das bevorstehende Programm. Die Musikstudentin Monika Liebau erzählt davon, dass Bach 5 Evangelien vertont hat, aber nur die Matthäus- und die Johannespassion vollständig überliefert sind. Seit ich ein kleines Kind bin, gehörte das einfach dazu, dass man zu Ostern in eine der beiden Passionen geht und dann genauso wie man zu Weihnachten ins Weihnachtsoratorium geht. Ich bin vor allem gespannt darauf, in welcher Besetzung er die Johannespassion aufführen wird. Wir wissen, dass die Qualität dieser Gruppe recht hoch ist. Das Richard Carr-Konsort ist am Ostersonntag mit Bachs Kantaten in der Georgenkirche in Eisenach und am Ostermontag mit der Kammermusik des großen Komponisten im Stadtschloss in Weimar zu erleben.